Am Wochenende konnte man in Knittelfeld besonders viele kreative Köpfe antreffen. Rund 50 Künstlerinnen aus nah und fern präsentierten im Rahmen der Veranstaltung Kreative Stadt ihre Werke. Von Keramik über Malerei bis hin zu Strickwaren und kulinarischen Köstlichkeiten wurde den Besuchern alles geboten. Die Kreativität und die Vielfalt der Kreativität in unserer Region vor den Vorhang Holz sichtbar macht und dass man zeigt, wie viel da bei uns im Murtal und in Knittelfeld und Umgebung möglich ist. Man möge staunen, wie kreativ sie sind aus den verschiedensten Materialien so tolle Unikate machen. Die Veranstaltung bietet den Künstlern die Gelegenheit, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und sich kreativ auszutauschen. Eine neue Erfahrung für mich und ich kann die Leute Werbung für mich auch machen und die Leute kennenlernen, die Leute zu mir erkennenlernen und halt schön. In der Freien verkaufen statt daheim verkaufen oder im Internet verkaufen ist auch schön. Für gute Laune bei dem Event sorgten nicht nur die Ausstellerinnen, sondern auch die Musikschul-Bigband Jazz School, welche die Veranstaltung musikalisch unterstützte. Bereits zum 12. Mal lud die Stadt zum kreativen Miteinander und wir dürfen jetzt schon verraten, dass Knittelfeld auch in Zukunft ein Ausstellungsort für Kunst und Kulinarik bleibt.